Ja, und so sieht nun also die Lampe in der Aktion aus, allerdings jetzt hier mit hellem Umfeld, sodass der Bewegungsmelder nicht anschlägt. Man sieht aber hier das Bedienelement zur Helligkeitseinstellung, das sich hier entsprechend durch häufigeres Drücken in der Intensität einstellen kann. Und wieder auch rückwärts. Genau. Hier unten gibt es einen Schalter. Dauer aus, Dauer an und Automatik. Bei Automatik wird er jetzt ausgehen, bei diesen Lichtverhältnissen bei Dauer an bleibt er entsprechend an. Schönes kleines Gerät.